Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit einem Video und zwar habe ich jetzt den Doreen Beats Haul für diesen Monat. Und zwar besteht der aus, ja, zwei Bestellungen und einer Nachsendung. Weil ich habe im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen mehr bekommen. Ich habe zweimal bestellt letzten Monat und ja, das kam fast gleichzeitig mit der anderen Bestellung jetzt. Und deswegen habe ich gewartet, bis die neue Bestellung noch da ist und wollte das alles zusammenfilmen. Und eine Nachsendung kam vorher auch noch an, von letztem Monat, vorletzten Monat irgendwie so. War ein bisschen länger unterwegs und die wollte ich euch als erstes zeigen. Und zwar war dabei einmal eine Mold, die war leider nicht vorrätig zu dem Zeitpunkt. Das war diese Muschelmold. Ich hoffe, ihr erkennt es ganz gut. Da habt ihr mal die Nummer wieder. Könnt ihr euch die auch bestellen, falls ihr die haben wollt. Und dann haben wir hier zwei, ja, so eine Rädchen bei. Und das sind die mit den Jelly, ja, mit diesen Jelly-Strasssteinen in 2 mm sind das, in allen möglichen Farben. Die könnt ihr euch auch gerne holen. Die müssten jetzt das zweimal sein, ja. Ja, zweimal. Gut. Das war dann schon die Nachsendung, also das war nicht viel. Ich kriege auch jetzt noch wieder was nach, also ja, das dauert immer ein bisschen länger. Dann habe ich meine letzte Bestellung, also die habe ich Mitte des Monats ungefähr gemacht und die hat ein bisschen länger gedauert, weil ich eben ja nicht zu viel bestellt habe und dann dauert das ja immer ein bisschen länger. Und zwar habe ich da bestellt Sticker. Ich glaube, das waren welche, die waren im Angebot, deswegen habe ich sie mitbestellt. Einmal diese, da sind jeweils zwei Bögen drin. Das Paris-Sticker mit den Eiffelturm und so. Ja, also zwei Bögen. Und die habe ich auf jeden Fall auch mitbestellt, weil sie im Angebot waren. Die habe ich nämlich sogar zweimal mitbestellt. Da habt ihr mal die Nummer. Die haben irgendwie nur 93 Cent oder so gekostet. Und ja, dann nehme ich die natürlich gerne mal mit. Dann habe ich Strasssteine bestellt. Das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich überhaupt bestellt habe. Und zwar einmal in Lila. Hier kommen zum Beispiel auch noch welche nach, weil ich habe die, glaube ich, in irgendeine Farbe habe ich die noch bestellt. Ich weiß es gar nicht. Ah, das sind die, die weißen, normalen Runden. Ganz normal rund. In Weiß. Ganz normale Strasssteine. Die haben sie nicht mehr gehabt. Die waren wohl schon ausverkauft. Da habe ich, ich glaube, 4 Pakete oder so bestellt. Und ja, die kommen eben, wie gesagt, nach. Irgendwann. Ich weiß nicht genau, wann die kommen werden. Und das sind jetzt diese Blümchen in Lila. Oder ich glaube, Blau soll es sogar sein. Das ist die Nummer. Da könnt ihr sehr gerne schauen. Da sind immer zwei Bögen drin, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn sie nicht im Angebot sind. Habe ich die nämlich zweimal und hier die roten habe ich auch zweimal, diese Blumen. Und da habt ihr dann hier die Nummer. Ja, das waren die. Es ist nämlich wirklich nicht viel, was ich da jetzt bestellt hatte oder so. Und dann habe ich noch diesen Sack dazu bestellt gehabt. Das waren hauptsächlich wirklich alles Sachen, die im Angebot waren oder so. Oder die ich eben brauchte. Und zwar haben wir hier dieses, ja, Band, das kennen doch viele schon, mit diesen Blättern in Blau. Das war im Angebot und ja, dann habe ich das mitbestellt, da sind 10 Yard drin. Das ist die Nummer dafür. Dann haben wir Reißverschlüsse habe ich gekauft. Und zwar eigentlich wieder für meine Gruppe zum Reinstellen, weil die eben auch im Angebot waren. Und ja, die haben sich bis jetzt schon immer ausbezahlt. Die werden sehr gerne gekauft. Und ja, habe ich sie wieder mitbestellt in hellblau. Das müssten jetzt 20 cm sein. Da sind 5 Stück in der Packung drin. Ne? Müssen wir wieder reinfummeln. So, und da habt ihr dann die Nummer dafür. Dann haben wir hier, ah, das sind diese kleinen Glasfläschchen, die habe ich jetzt auch mal mitbestellt. Die wollte erst jemand haben, nachher dann doch wieder nicht und ja, ich habe sie jetzt trotzdem mitbestellt.
Und die sind aber größer als die normalen Fläschchen, die man so kennt. Also ich habe erst gedacht, die sind kleiner. So wie diese normalen Fläschchen mit diesen Glitzersteinchen oder so, die es im Teddy gibt oder so. Und diese sind jetzt definitiv größer. Also ihr seht es, wie die nachher aussehen. Die sind aber größer wie die normalen. Und da waren jetzt 10 Stück, glaube ich, drin. Ja, 10 Stück sind das. Und ich zeige euch gleich die Nummer dafür. So. Also mein Hund hat die Milch mittlerweile ausgeschlafen. Da ist die Nummer. So. Dann haben wir hier, die habe ich euch sogar gerade schon gezeigt, das sind auch nochmal diese Jellies. Ich zeige euch die Nummer jetzt nochmal. Die habe ich da auch nochmal mit bestellt. Dann habe ich hier diese 2 mm, diese normalen Platten, diese Neonplatten. Ich finde es immer schlimm, dass das alles hin und her fliegt oder so. Jetzt müsste ich mal gucken, ob das hier aufgegangen ist oder so. Und dann habe ich hier nochmal die Platten. Und ich glaube nochmal die Jellies. Ja. So, und dann haben wir hier so eine Füchse. So eine Straßfüchse, die waren auch im Angebot und ich fand die so niedlich. Das ist so Roségold. Roségold ist es gar nicht, das ist so ein. Oder ist es Roségold? Ich bin mir da gar nicht sicher. Nee, Roségold ist das nicht. Das müsste so ein normaleres Gold sein. Irgendwie so ein Hellgold oder wie das sich schimpft. Die sind aber echt niedlich. Da sind wie gesagt 2 Stück drin. Die Nummer. Die sind so natürlich ein bisschen teurer. Dann haben wir hier ein paar Tags. Die sehen so aus. Viereckig eben. Da sind jetzt 50 Stück drin. Da habt ihr die Nummer dafür. Gibt es auch ganz viele verschiedene andere. Dann haben wir diese Sternchen zum Aufkleben. Die finde ich auch immer sehr, sehr hübsch. Dann diese Perlen. Die habe ich auch mitbestellt, weil die im Angebot waren. Weil ich die ganz gerne mal haben wollte. Es sind 20 Stück drin, ne? Dann habe ich dieses Teilchen mitbestellt. Und zwar habe ich erst gedacht, das ist hier auch mit Magnetplatte und so. Aber das ist so, kann man das öffnen. Und da ist auch nichts drin. Also keine Platte oder so. Da kann man sich jetzt natürlich was reinmachen. Man kann hier aber zum Beispiel auch was reinfimulieren oder. Also es gibt, denke ich, viele Varianten, was man damit machen kann. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich damit mache. Also wer an diesem Teil Interesse hat, kann sich natürlich auch sehr, sehr gerne melden. Ich werde das natürlich auch weiterverkaufen, denn sonst. Weil ich habe es gedacht, weil es eben günstig war. Und dann habe ich gedacht, da ist eben eine Platte zwischen und so. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Deswegen möchte ich das auch gerne abgeben. Wieder nicht rein jetzt so. Warte, die Nummer. Da habt ihr die Nummer dafür. Könnt ihr sonst auch gerne selber schauen. Dann haben wir diese Harzteile und da hole ich wieder einen raus. Und zwar sehen die so aus. Sind diese, ja, Fassungen sind das eigentlich. So eine Harzfassung. Da sind 10 Stück drin und die waren im Angebot, wie gesagt. Und ja, deswegen habe ich sie auch mitbestellt. Dann diese Glitzersteinchen, die sind auch super schön. Die sind, ich glaube, 2,5 cm müssen die sein. Sind also richtig groß, habe ich mir trotzdem immer mitbestellt. Aber bei dem Preis, da konnte man nur auch echt nicht widerstehen. Die waren jetzt 93 Cent oder so für 20 Stück. Dann haben wir hier. Ah, das sind diese Augen. Die habe ich, glaube ich, jetzt in der Bestellung auch nochmal dabei. Und zwar wollte ich eine liebe Kundin haben. Das sind diese Drachenaugen. Die sind 10 mm müssen die sein. Die sind so hübsch. Ich
finde die selber total genial, aber ich selber kann sie nicht wirklich viel gebrauchen. Weil mit Fimo ist im Moment überhaupt nichts, weil ich gar keine Zeit mehr dafür habe. Sonst wollte ich das immer ganz gerne mal ausprobieren mit Fimo. Und ja, sonst zum Aufkleben oder so sieht es, glaube ich, dann doch ein bisschen blöd aus. Weiß ich nicht genau. Aber für Fimo sind die auf jeden Fall gut geeignet. Ja. Da habt ihr die Nummer. Die sind auch nicht teuer. Also die habe ich jetzt, wie gesagt, noch mehr bestellt, weil sie davon 20 Paar haben wollte. Dann habe ich jetzt hier diese Monde. Die sind so, eigentlich facettierte. Zumindest sah das so aus auf dem Foto. Wirklich facettiert sind die jetzt nicht. Ich habe auch gedacht, die sind größer, diese Monde. Also es sind richtig, ja, 2 Zentimeter oder so sind die gerade mal. Ich habe auch wirklich nicht auf die Größe geachtet. Die sahen nur so groß aus. Da habt ihr mal die Nummer. Das sind so eine Harzteile eben. Dann haben wir hier so ein Medaillon. Da habe ich jetzt schon was drin, weil ich das schon ausgetestet habe, ob das passt und so. Es ist nämlich in Roségold, dieses Herz, weil das war im Angebot, das Herz, und deswegen habe ich das mitbestellt. Das ist hier mit Magnetverschluss. Und man kann eben hier sowas zum Beispiel dann da reinmachen. Das habe ich jetzt auch schon da drin. Die Sachen habe ich mir extra mitbestellt dafür. Wollte mir dann mal vielleicht so einen Anhänger anfertigen dafür. Oder davon. Die könnt ihr auch bei mir bestellen natürlich. Da habt ihr die Nummer dafür. Und hier sind die kleinen Herzchen, diese, ja, die Teile eben. Da sind auch 10 Stück in der Packung drin. Dann haben wir hier noch Herzchen zum Aufkleben in Silber. Es sind 1000 Stück drin. Ganz oben, das müsste die Nummer sein. Nee. Nee, die Nummer ist hier, glaube ich, gar nicht drauf. Ihr könnt uns die obere Nummer ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass die gehen wird. Also die Nummer ist hier nicht drauf, tut mir leid. So, dann haben wir noch ein paar Sachen. Ich packe jetzt mal den Rest zurück, weil ich hier auch nichts durcheinander bringen möchte von den Bestellungen her. Dann haben wir diese Glitzersteinchen, da habe ich jetzt diese in rosa bestellt, die sind 2 mm. Das sind so eine Hotfix-Steine, also die könnt ihr auch mit diesem Hotfix-Gerät und so benutzen. Das ist so ein hellrosa, 5000 Stück. So, da seht ihr jetzt auch die Nummer. Die habe ich dann noch, dann habe ich diese Uhren, das zeige ich euch wieder. Da sind das diese Uhren. Da sind 10 Stück drin in meiner Packung. Da habt ihr die Nummer dafür. Dann haben wir Zahnräder. Das sind diese Zahnräder. Es gibt so viele verschiedene Zahnräder mittlerweile bei Doreen Beats, auch in ganz vielen verschiedenen Größen. Also da kann ich euch nur empfehlen, da wirklich mal zu gucken. Und dann habe ich diese Fische, diese Charms mitbestellt. Die waren nicht im Angebot, glaube ich, aber die wollte ich zum Eingießen haben. Oder waren die im Angebot? Ich glaube, die waren sogar auch so im Angebot. Wollte ich mal austesten. Wollte nämlich so eine Untersätze machen. Ja, habe ich jetzt keinen hier. Kann ich euch mal im Craft-Update zeigen oder so. Wenn ich mal eins machen tue wieder. Ja, das war die Bestellung. Und jetzt kommt die große Bestellung, die Hauptbestellung. Die zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt wieder Beutel für Beutel. Ich habe noch nicht ausgepackt oder so. Das kam gestern an und ich habe gestern auch keine Zeit gehabt zum Filmen leider. Auch nicht mal zum Auspacken. Ich habe das vorhin gerade erst ausgepackt. Ja, und da haben wir hier schon mal wieder einen, so ein Rad mit so Strasssteinchen in irisierend weiß in verschiedenen Größen.
Da habt ihr die Nummer dafür. Dann haben wir hier die Teile in 2 mm zum Aufkleben. Das ist jetzt pink. Hier sind drin 1000 Stück. Das ist die Nummer. Die muss ich auch mit bestellen. Dann haben wir hier nochmal in weiß irisiert. Hier haben wir mit Sternchen diese Neon-Teile. Die sind immer zum Aufkleben. Für Nail Art sind die eigentlich. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Dann haben wir hier eine Mold drin. Oder sogar zweimal die gleiche, glaube ich. Ja. Und zwar ist das hier das Schleifenmold. Die gibt es auch bei Doreen bis jetzt. Oder gibt es, glaube ich, schon länger. Die sind aber auch echt mini klein. Also ich habe die Molds echt größer gedacht. Ich finde, die sind auch gar nicht so günstig dafür. So, dann haben wir diese. Sind auch 2 mm. So eine Teile zum Aufkleben, wie gesagt. In hellblau. Da habt ihr mal die Nummer dafür. Die steht da auf jeden Fall mit drauf. Die oben natürlich. Dann haben wir hier Strasssteinchen in verschiedenen Größen schwarz. Da die Nummer dazu. Leider erkennt man da nicht wirklich viel, weil, wie gesagt, schwarz. Dann haben wir hier wieder so eine Teile für dieses Medaillon zum Reinmachen, sind die. Das ist so ein Love. Silber. Da sind 5 Stück drin. Das ist die Nummer. Die sind auch nicht so günstig, aber die sind echt hübsch. Oh. Dann haben wir hier Charms. Die habe ich auch schon mal bestellt gehabt. Und zwar sind das diese Herzchen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich euch die gezeigt habe, weil die kamen damals nach. Und ja, deswegen weiß ich nicht genau, ob ich euch die überhaupt gezeigt hatte. Da habt ihr die Nummer dafür. Und dann haben wir hier noch Nietstifte. Und zwar 400 Stück. Die sind 4 cm lang, müssen die sein. Da habt ihr die Nummer dafür. Jetzt mache ich mal alles wieder rein. Dann haben wir hier ein Säckchen wieder. Ich habe ja mehrere Säckchen natürlich mal wieder drin. Und zwar haben wir hier Sticker. Die wurden bestellt, deswegen habe ich sie mitbestellt auch wieder. Ja, die haben sie leider geknickt. Ich konnte mich schon, wo ich das vorhin ausgepackt habe, haben mich schon richtig aufgeregt, weil sie die geknickt hatten. Also die waren richtig geknickt. Die habe ich jetzt schon auseinander geknickt wieder. Ich habe mich da richtig aufgeregt. Ihr seht auch den Knick immer noch. Sind 2 Bögen drin. Da habt ihr die Nummer. Manchmal, da weiß ich auch nicht, ob die irgendwie nicht nachdenken beim Einpacken. Ich weiß es nicht. Sind aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsche Sticker. Sind das jetzt die gleichen, die ich vorher hatte? Nein. Sind auf jeden Fall andere. Dann haben wir hier Herzchen. Nail Art Herzchen sind das. In diesem Neon. Da habt ihr hinten die Nummer. Dann haben wir hier Gliederkette. Das ist so ganz normale silberne Gliederkette. Brauche ich euch jetzt, denke ich mal, nicht weiter so viel zeigen. Das ist ganz normale, schlichte Gliederkette. Nicht so dünn, nicht so dick. Also, ja, 10 Meter sind da drin. Oder Yard, glaube ich, waren es immer. Dann haben wir hier wieder diese Herzchen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso ich die jetzt nochmal bestellt habe, aber ich habe sie nochmal bestellt. Die hatten wir nämlich eben schon. Fragt mich nicht, wieso. Dann haben wir hier nochmal diese Uhren. Die brauche ich auf jeden Fall noch mehr, deswegen habe ich sie bestellt. Das weiß ich. Dann haben wir hier Schlüssel.
Mit so Strass drauf sogar. Die kann man auch da gut reinmachen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das Licht ist echt nicht so genial bei mir im Moment. Ich weiß nicht, ob die Ecke wirklich blöd gedacht ist hier. Dann haben wir hier noch mehr Drachenaugen. Die habe ich euch zwar schon gezeigt, aber ich möchte ganz gerne mal gucken wegen den Farben. Da sind nämlich ganz andere Farben noch bei. Das zeige ich euch mal hier so einen Einblick. Sind auf jeden Fall richtig cool. Da ist noch so ein Blau-Lila. Wichtig ist eben nur, dass ja Paare bei sind. Ich hoffe mal, ich habe 3 Packungen jetzt insgesamt bestellt, dass ich dann auch 20 Paare rausbekomme. Wäre natürlich sonst ein bisschen blöd. Da habt ihr wieder die Nummer, die zeige ich euch jetzt nochmal. Dann haben wir hier Glitzersteinchen, wieder diese Hotfix-Steine. Das ist in Umbra, glaube ich. Müsste das sein. Sind wieder 5000 Stück drin und das ist die Nummer. Dann haben wir hier Bronze-Charms und zwar sind das diese Pegasus-Teilchen. Die wollte ich die ganze Zeit eigentlich schon mitbestellen, immer, aber die wurden nie bestellt bei mir in meiner Gruppe und deswegen habe ich sie natürlich auch nicht mitbestellt. Und ja, jetzt wurden sie bestellt und ja, dann muss ich sie auch bestellen. Freue ich mich eigentlich selber auch sehr drüber jetzt. Es sind 50 Stück drin. Dann haben wir hier diese Monde, die kennt ihr bestimmt auch schon mittlerweile. Die habe ich ja fast alle gehabt. Sind 20 Stück drin. Die Nummer. Dann haben wir hier, das sind ja, Sticker eben. Sticker ist klar, aber ich komme gerade nicht drauf. Stickerflakes. Und zwar sind das diese hier drin. Hauptsächlich Hunde. Alle so mit so Sonnenbrillen drauf. Da habt ihr mal gleich die Nummer dafür. Die sind alle komplett transparent. Ich hoffe, ihr seht da ein bisschen was. Ja. Kann man da dann auch bestellen. Dann haben wir Pfoten. Und zwar in Schwarz. So emailliert. Auch sehr, sehr hübsch wieder. Die habe ich schon öfter gehabt. Die brauchte ich jetzt wieder, weil die auch ja oft bestellt wurden jetzt. Also ich glaube 25 Stück oder so. Haben wir hier nochmal die Uhren. Hier nochmal die Pfoten. Nochmal Uhren. Dann haben wir hier Glitzersteinchen. Also die sind so halbperlmäßig, aber eben mit Glitzer unten. Die sind auch 10 mm. 100 Stück für die Nummer. Und da weiß ich jetzt nicht, wieso ich die bestellt habe. Ob ich die jetzt für mich haben wollte oder bestellt waren die eigentlich nicht. Weiß ich nicht genau. Dann haben wir hier nochmal Teile. Ich weiß auch nicht, wieso ich diese bestellt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, die sind, die wollte jemand haben. Und ich glaube, dass auch sie denkt, dass da eine Scheibe zwischen ist. Hier ist aber keine Scheibe zwischen. Sehe ich jetzt auch erst. Das wusste ich vorher auch nicht. Weil die kann man so aufklappen. Man kann eben was reintun hier. Ich finde sie ja ganz cool, aber ja. Mal gucken. Ich wollte davon, ich glaube, 2 haben oder 1, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, nee, 2 waren es. Und es kann auch sein, dass sie die jetzt gar nicht haben möchte. Da muss ich sie vorher anschreiben. Weil sie die nämlich zum Einsetzen haben wollte. Also sie wollte da auch diese kleinen Teilchen reinmachen. Und da ist ja nun mal keine Scheibe zwischen jetzt. Ja, muss ich mal gucken. Man kann ja sonst auch Folie oder so zwischenkleben. Also nicht ganz dünne Folie jetzt, sondern dickere Folie eben. Muss ich sie mal fragen. Also sie hat nämlich zum Beispiel, sie wollte auch diese Eulen haben. Diese Emaille-Eulen.
Die kann man da gut reinmachen. Sind 5 Stück drin. Oder hier diese Herzchen. I love you. Das noch. Und wir sind jetzt hier noch nicht bei. Hier sind noch so eine anderen Amelie. Mein Hund, der schnarcht schon wieder. Na. Kriege ich jetzt hier echt kaum raus. Zwar sind das diese Eulen. So, und die werde ich auch gleich in das andere Tütchen umfüllen, weil manchmal finde ich es echt ein bisschen blöd, dass die da Doppeltüten nehmen. Das macht sich natürlich nicht so schön. Diesen kleinen Mini-Tüten kriegt man die nämlich auch gar nicht raus. So, und ich zeige euch noch die Nummer. 10 Stück sind da drin. Dann haben wir hier diese. Das sind die normalen silbernen Dots. In 3 mm müsste das sein. Das sind auch 1000 Stück drin. Da habt ihr oben die Nummer. Auf jeden Fall. Und dann haben wir hier nochmal Drachenaugen. Das zeige ich euch jetzt nur so kurz durch. Die hatten wir ja nur schon. Ja, das war die Bestellung. Also der Sack. Die ganze Bestellung war es natürlich noch nicht. Da ist noch einiges drin im Karton. Habe ich hier noch ein Säckchen. Und zwar haben wir hier Halbperlen drin in 6 mm. Das sind diese, die kennt jeder, denke ich mal. Die brauchte ich wieder, weil die alle waren. Und dann haben wir jetzt hier. Glasfläschchen oder so. Ach, das sind diese Döschen. Herzdöschen sind das. Und zwar sind das diese hier, die mit dem gewölbten Herz. Diese kleinen Döschen, die wollte ich eben wieder haben, weil die bestellt wurden und weil ich nicht mehr genug hatte. Ich glaube, ich hatte 4 und 5 Uhr bestellt oder so. So, und da habt ihr mal die Nummer. Da sind, wie gesagt, 12 Stück drin, falls ich das noch nicht gesagt habe. Da habt ihr die Nummer. Und dann haben wir hier Glitzer Fläschchen drin, also mit diesen Mehlart Shapes sind diese. Das müssten alles die gleichen sein. Die wurden nämlich sehr viel bestellt. Das zeige ich euch jetzt einmal genauer. Das sind die. Also falls ihr die haben wollt, die könnt ihr gerne in meiner Gruppe bestellen. Einfach das Bild kommentieren in meiner Gruppe, fertig. Also die Tüten sind ein bisschen sehr eng gemacht. Muss ich sagen. So. Sage ich euch auch gleich die Nummer dazu. Und zwar ist das die Nummer. Die, wie gesagt, habe ich. Ja, das ist alles das gleiche. 4-mal bestellt. Damit sind wir dann mit dem Sack auch schon wieder durch. So. Dann haben wir hier. Ah, das sind diese Sets. Die werde ich jetzt auch nicht weiter auspacken. Habe ich jedenfalls auch noch nicht vor. Weil die gerade schön gepolstert sind. Das sind ja auch die so eine Shape-Sets.
Also ihr könnt es da ein bisschen erahnen, denke ich. Ja, bevor eingepackt lassen kann ich sie sowieso nicht. Ich muss sie auspacken, ich muss sie kontrollieren, bevor ich sie wegschicke. Also kann ich euch auch ein Set zeigen. Das dauert ein bisschen mit dem Auspacken. Das dauert wirklich ein bisschen länger, weil das echt sehr heftig eingepackt ist. So. Okay. Habe ich ein Set ausgepackt und zwar sind hier wirklich alles mögliche an Shapes drin. Das könnt ihr so ganz gut sehen. Es ist auch Glitzer mit bei. Mini-Perlen und alles ist da eigentlich bei. Kleine Glitzersteinchen. Ne, Glitzersteinchen habe ich noch nicht gesehen. Hier Fimo. Stangen sind da auch mit bei ein paar. Ja. Ist also alles Mögliche, aber ein bisschen bei. Sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und hier habt ihr sonst noch die Nummer. Die habe ich ja jetzt schon entfernt. Könnt ihr denn danach gucken? Die wurden dreimal habe ich die bestellt. Dann haben wir hier nochmal Sticker. Was sind das, diese Eulen? Da sind wieder zwei Bögen drin. Es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. So habe ich als erstes hier Flaschen. Und zwar habe ich die in irgendeinem Haul, habe ich die gesehen über YouTube. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht mehr bei wem. Und zwar sind das diese ja, kleinen Farbfläschchen, womit man sich in selber Farbe machen kann oder so. Die wollte ich jetzt unbedingt ausprobieren. Da habe ich gleich zwei Pakete mitbestellt. Die sind eben so zum Sprühen. Hört ihr sogar, sprüht irgendwas, keine Ahnung was. Ich hoffe, dass das funktionieren tut, dass ich mir selber ja, so Sprühfarbe anmischen kann. Deswegen habe ich mir die mitbestellt. Ich will die unbedingt ausprobieren. Ich habe schon Ewigkeiten jetzt nach solchen gesucht und ja, so günstig sind die ja dann doch nicht. Ja, und in einem Paket sind es 5 Stück drin. Ich habe 2 Pakete bestellt, das heißt, ich habe erstmal 10 Stück. Wer daran Interesse hat, kann sich sonst auch melden bei mir. Ich werde die nicht reinstellen bei mir im Shop. Aber wer die gerne haben möchte, kann sich sonst melden. Dann bestelle ich die nächstes Mal auch mit. Und wie gesagt, 2 Pakete. Verschiedene Farben drin, aber die Farben sind mir egal. So. Und dann kommt der letzte Schub. Und zwar haben wir noch Sticker. Und zwar haben wir einmal diese. Von der Seite. Diese blauen. Die sind komplett durchsichtig nachher. Hier sind 3 Bögen drin. Also die sind auch überhaupt nicht teuer. Die gleichen haben wir jetzt in rosa noch. Die brauche ich in den Farben. Die gibt es auch noch in gelb und pink. Dann haben wir hier Glitzersteinchen in bunt. Haben sie leider auch geknickt. Ich könnte mich aufregen. Das sind diese Blumen eben in bunt. Die sind so schön. Sind auch 2 Bögen immer drin. Und dann haben wir hier noch
Ja, so ganz normale Glitzersteinchen in 5 mm in lila. So wie ich das sehe. Das sind so Schranken eben immer, ne? Da habt ihr die Nummer dafür. Sind auch 2 Bögen immer drin, ne? So, und dann habe ich noch Stempel. Und zwar einmal dieses Set. Wo ich gerade nicht weiß, wieso ich dieses Set bestellt habe. Das habe ich doch, glaube ich, sogar noch. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es habe. Sonst habe ich jetzt noch mehr. Ach Gott, ich muss schon wieder gehen, irgendwie andauernd. Ich weiß gar nicht, wieso. Da habt ihr die Nummer für diese Stempelset. Die sind auch recht groß. Also die sind so halbe Seite. Also es sind recht große Stempel. Dann haben wir diese. Da sind 3 Sets drin. Also 3-mal die gleichen Stempel in einem Set. Bei mir bekommt ihr die natürlich einzeln. Und dann haben wir noch dieses Stempelset. Das ist wieder so ein großes. Und da habt ihr da die Nummer. Ja, und das war auch Doreen Beats diesmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, es war auf jeden Fall alles. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei dem nächsten Video. Also ihr werdet auf jeden Fall demnächst noch die anderen Haul-Videos sehen von meiner Gruppe. Aber die kann ich erst hochladen, wenn jemand die Sachen bekommen hat, die ich für sie habe. Also das soll eine kleine Überraschung sein und deswegen möchte ich die nicht vorher hochladen. Ja, und dann werdet ihr die aber auf jeden Fall auch sehen. Und ja, ich hoffe, darauf freut ihr euch dann schon. Doreen Beats kommt auch nächsten Monat wieder. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass euch das gefallen hat. Die Videos werden irgendwie immer länger, ich weiß nicht wieso. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Tschüss!